Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich stehe jetzt hier wieder bei Jasper auf der Kürbisfarm in Golden Hills Valley. Und ja, ich möchte gern die Quest jetzt hier mal weitermachen, weil wir sind ja hier beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und da hatten wir ja hier vorne die Vogelscheuche aufgestellt, wenn ich sie finde. Tja, irgendwo war sie. Keine Ahnung, jetzt ist sie scheinbar wieder weg. Naja, egal. Werden wir jetzt gleich erfahren. Und zwar, welche Quest. Oder die wartet, wir können ja eigentlich direkt hier den Jasper mal anklicken. Okay. Vogelscheuche auf der Flucht. Ja, genau. Diese Quest würde ich dann jetzt mal, ja, mal annehmen. So, hast du gesehen? Das ist ja schrecklich, was? Die Vogelscheuche, sie ist wieder lebendig geworden. Oh, sie ist nicht mehr auf dem Kürbisfeld. Ach so, nein, deswegen ist sie auch nicht mehr da gewesen. Alles klar. Reisende haben gesagt, dass sie im Goldblattwald umherschwebt und Leute erschreckt. Bist du so nett, sie einzusammeln und wieder auf dem Feld aufzustellen? Oh, wir bekommen hier richtig schön Erfahrungspunkte. Also nicht nur 5, sondern 45 finde ich dann schon schöner. So, such die Vogelscheuche, alles klar. So, da wollen wir doch mal schauen. Ich mache eben mal ganz kurz das Zeug hier anders, weil so ist mir das irgendwie lieber. Okay, da müssen wir jetzt mal in diese Richtung mal gucken, ob wir da diese Vogelscheuche finden. Ich habe jetzt hier meinen Curly. Also so mittlerweile muss ich sagen, mag ich das ganz gerne hier, das Curly. Hätte ich nicht gedacht. Und hier ist auch schon die Vogelscheuche. Oh, sie sieht aber. Ach du liebe Zeit. Da machen wir doch direkt mal ein Foto. So rum. Weil ich hatte ja gesagt, man weiß ja nicht, ob man dann diese nochmal wieder bekommt. Also dieses Foto. Ob ich dann nochmal die Möglichkeit bekomme, das Foto zu machen. Ja, dann mache ich das halt doch lieber gleich. Und jetzt bringen wir erstmal die Vogelscheuche zurück an ihren Platz. So, achso, wir müssen die direkt hier wieder aufstellen. So, dann komm mal her. Okay, alles klar. Gut, dann sprechen wir jetzt mal natürlich mit Jasper. So, jetzt ist sie wieder da, wo sie hingehört. Ich hoffe, dass sie diesmal hier bleibt. Das Einzige, das sie tun muss, ist ja immerhin einfach dort stehen. Wie schwer kann das schon sein? Ich habe übrigens inzwischen hier auch die ganzen Reitstrecken jetzt freigeschaltet. Jaspers neue Vogelscheuche. Okay. Na du, Abigail, das war ja wieder mal typisch. Verfluchter Vogelscheuchen. Schrott. Was soll ich nun machen? Soll ich meine Kürbisse etwas selbst vor all diesen hässlichen Vögeln bewachen, die sich daran dick und satt fressen wollen? Meine neue Vogelscheuche war nun wirklich zu nichts zu gebrauchen, völlig wertlos, so wie alles andere heutzutage. Bald kommen die Vögel wieder zurück und mampfen munter fröhlich weiter an meinen armen Kürbissen. Diese fliegenden Ungeheuer haben keinen Respekt vor einem alten Mann. Das ist wartet. Das eine sollst du wissen, Abigail. Als ich jung war, da wussten die Vögel auch, was ich gehört. Früher war es besser. Na, alles war früher besser. Alles. Freu dich nicht so, Abigail, sonst werde ich andere Saiten aufziehen. Wie? Du willst mir nur helfen? Naja, wenn du das willst, dann reite los zu Pi und richte ihr aus, dass ich eine Vogelscheuche bei ihr bestellen will. Eine, die sich bewegt und genauso schrecklich ist wie die auf dem Vogelscheuchenhügel. Aber sie soll nicht so faul und unzuverlässig sein wie die, die ich hier habe. Meine neue Vogelscheuche muss sich zu benehmen wissen. Ich kann keine weiteren Nichtsnutzer auf meiner Farm hier gebrauchen. Dann musst du Pi auch noch sagen, dass meine Vogelscheuche nur auf Vögel erlobt. Losgehen soll. Ach, sorry, ihr Lieber, ich muss hier irgendwie gerade lachen. Auf nichts anderes, das ist sehr wichtig.
Meine Beine sind nicht mehr das, was sie mal waren. Also möchte ich nicht von einer wild gewordenen Monster-Vogelscheuche über meine Farm gejagt werden. Oh, wenn ich mir das so vorstelle, das Bild. Richte Pi das aus. Du weißt ja, wo sie wohnt. Mitten in diesem elenden Sumpf hier in der Nähe. Nun mach dich auf den Weg. Ich glaube, ich höre schon wieder sowas wie Gekrächze. So. Gut. Dann wollen wir jetzt zu Pi reiten und das Ding da besorgen. Oder beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob wir das jetzt direkt da besorgen. Kann man direkt hier hoch? Nee, ich glaube nicht. Ich gehe lieber hier hinten rum. Zack. So. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal hier lang. Ich glaube, das war der richtige Weg. Oh, wir müssen jetzt aber nicht, wo muss ich denn lang? Ich glaube, hier rein war das, ne? Hier sind ja noch die Steine. Ja, das war klar. Genau, hier waren doch diese Schattensucher. Oder? Ah ja, okay, alles klar, das wäre tatsächlich richtig. Genau, hier waren die Schattensucher. Da war das hier. So, ja, das, die Story müssen wir hier auch noch weitermachen, aber das machen wir jetzt nicht in dieser Folge. Okay, machen wir mal hier das jetzt weiter mit der Vogelscheuche. Hallo Abigail, wie nett, Besuch zu bekommen. Das kommt wirklich nicht allzu oft vor. So, Jasper will also eine Vogelscheuche haben, genauso eine wie die, die auf dem Vogelscheuchenhügel herumschwirren. Wie du dich vielleicht erinnern kannst, war ich, dass die gewöhnlichen Vogelscheuchen in diesen gefährlichen Monster auf dem Vogelscheuchenhügel verhext hat. Das dürfte also kein Problem sein, aber leider gibt es eines, also ein Problem. Und ich glaube, ich habe gerade das Problem, ich habe das falsch vorgelesen. Naja, egal. Wie du vielleicht auch noch weißt, war ich nicht immer die großherzige Schönheit, wie du sie jetzt vor dir siehst. Als ich die Scheuchen verhext habe. Ich war furchtbar böse und grün. Sie ist ja auch hier immer noch so. Da hatte ich keine Bedenken, schreckliche Zauberformeln und Beschwörungen anzuwenden. Aber ab sofort soll all meine Magie sowohl ökologisch als auch ethisch vertretbar sein. Ich denke darüber nach, eine neue Art Hexenkunst auszuprobieren. Vegane Hexenkunst, wie ich sie nenne, ISO-zertifiziert. Das verstehst du, oder? Ich habe aufgehört, mit Krötenaugen, Fledermausflügeln und Eidechsenbeinen zu zaubern. Ab sofort verwende ich nur mehr Zutaten aus dem Pflanzenreich. Das klappt genauso gut wie vorher. Aber all meine alten Zaubersprüche sind leider unbrauchbar. Ich muss mir neue Varianten überlegen, sobald ich nur das kleine bisschen zaubern will. Oh, meine Güte. Es wird wohl klappen, aber ich muss nachdenken. Könntest du eine Tasse ökologischen Sumpftee für mich holen? Der bringt die Gehirnzellen in Schwung. Der ganze Topf da hinten ist voll davon. Nimm meine Tasse und fülle sie auf. Okay. So, das... ach so, jetzt müssen wir... Wo ist denn das jetzt? Ach so, wir müssen jetzt... Oh nee, jetzt müssen wir wieder in diesen Sumpf da. Oh, ich hasse das. Ich hasse diesen Sumpf da. Weil das... Ach so, wir können hier einfach durch. Oh, ich weiß überhaupt nicht, ob ich jetzt... Uah, mein Pferd. Ach du liebe Zeit. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt hier überhaupt richtig bin. Wo muss ich denn jetzt da lang? Ach so, ich muss hier runter. Okay, komme ich jetzt hier lang überhaupt? Uah. Ach du liebe Zeit. Komm, Mäuschen. Schön vorsichtig. So, prima. Die Abigail hat sich verlaufen. Haha. Okay, gut. Da wollen wir mal gucken, wo es nochmal zu dem Sumpf geht. Ich weiß nicht genau. Also hier kenne ich mich ja überhaupt noch nicht so gut aus. Wo war denn das Tor? Da oben, glaube ich. Ah ja, stimmt. Ja, hier waren ja die Wölfe oder die Wolfsschilder.
die wir ja da aufgestellt hatten. Und da war ja dann da oben direkt das ja, Dingsbums. Hallo Wolf, hallo Wolf. Gut, gehen wir mal hier rein. Oh, ich hoffe, ich falle jetzt nicht wieder 100 Mal in diesen Sumpf da. Ich mag das hier irgendwie nicht. Na gut, aber man braucht ja einfach nicht so schnell zu machen hier. Und dann klappt das auch schon viel, viel besser. Okay. So, dann schön vorsichtig hier hoch. Okay, so, ich glaube, das hätten wir soweit, ne? Okay. Perfekt. Na, das hat doch super geklappt diesmal. Gut, da holen wir mal der guten Hexe Pi mal ihren Tee. So, wo ist denn das jetzt hier mit dem Tee? Da müssen wir bestimmt absteigen, oder? Oh, ich hoffe nicht. Ah, perfekt. Gut, dann machen wir das jetzt ganz einfach. Da lassen wir uns jetzt gleich hier runterstürzen. Ja. Weil da muss ich nicht diesen ganzen Weg hier wieder zurück. Da brauche ich ja bloß noch hier rauslaufen. So, dann reiten wir jetzt zurück zu Hexe Pi und geben ihr mal diesen komischen Tee. Bläh, sieht eklig aus. Sumpftee. Ich möchte nicht wissen, wie das schmeckt. Hallo Wolf, hallo Wolf. Und tschüss. Hallo dritter Wolf. Und tschüss. So, jetzt gehen wir mal hier hinter und gucken mal, ob wir jetzt den Weg finden. Können wir den Rucksack mal hier schließen? Das nervt mich immer ein bisschen. Das ist aber auch alles steil hier, ne? Also, ich finde es schon ziemlich steil. Also hier hinten lang, da bleibt sie nicht stecken, ne? Ich denke mal. Ah, man kann hier einfach durch die Steine hier. So, bitteschön, hier bekommst du jetzt deinen Tee. Ah, Sumpftee. Nun fühle ich, wie meine grauen Zellen wieder zu tanzen beginnen. Das Erste, was wir tun müssen, ist, die eigentliche Vogelscheuche zu bauen. Wenn sie fertig ist, können wir mit dem Verzaubern beginnen. Gut, wir müssen die Schatten ver... Ach so, nee, Quatsch, das war ja die Story-Quest. So, nicht einfach irgendeinen Sack. So, wir brauchen einen Sack. Leicht, sagst du, das wird nicht ganz so einfach, wie du glaubst, Abigail. Ich kann doch die Vogelscheuche nicht einfach aus irgendeinem Sack herstellen, verstehst du? Es muss selbstverständlich ein Sack sein, der unter fairen Arbeitsbedingungen und aus zertifiziertem Material hergestellt wurde. Ansonsten kann ich ihn leider nicht verwenden. Wo du einen solchen Sack finden kannst, frag Jasper. Er weiß vielleicht mehr. Oder er weiß es vielleicht, stand da, glaube ich. Oh, sie tanzt hier herrlich. Und das Pferd? Wieso tanzt sie jetzt hier? Egal. Okay, also müssen wir es zu Jasper. Ich würde mal sagen, machen wir mal. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange hier mit der Quest. Okay, Heuballen oder rote Augen. Okay, wir machen mal die anderen noch gleich nur mit annehmen. Wir brauchen Heu für die Vogelscheuche. Zum Glück weiß ich genau, wo du das Heu finden kannst. Das wir brauchen. Karin beim Goldblattstall verwendet ausschließlich ökologisches Heu, garantiert biologisch angebaut. Wenn du sie fragst, kannst du sicher einen Heuballen bekommen. Und wenn sie dir kein Heu gibt, dann werde ich sie in ein Rotauge verwandeln. Nein, das geht natürlich nicht. Entschuldige, Abigail. Manchmal macht sich meine alte Persönlichkeit bemerkbar. Richte ihr aus, dass ich sehr dankbar wäre, wenn sie dir einen Heuballen geben würde. Vergiss das mit den Rotaugen. Gut, dann nehme ich direkt das dritte hier noch an.
Um eine Vogelscheuche herzustellen, brauchen wir Seil. Ich habe nicht sehr viel Ahnung davon, aber die Fischer im Westkap Fischerdorf sollten sich damit auskennen. Sieh nach, ob du jemanden findest, der dir damit helfen kann. Und vergiss nicht, dass es ökologisches Seil sein muss, also keine Zusätze oder anderes komisches Zeug. Okay, das machen wir jetzt mal schnell. Gut, da würde ich sagen, gehen wir vielleicht zuerst zu Jasper, oder? So, und diesmal direkt den richtigen Weg. So, genau hier lang. Gut. Gut, da würde ich nämlich sagen, machen wir doch mal erst zuerst Jasper. Und da können wir. Oh, ich hoffe ja, dass der Transporter hier bald mal geht. Wenn ich hier unten angekommen bin. Oh, das gibt's doch nicht. Ah, das mag ich an Golden Hills Valley irgendwie nicht, weil ich weiß auch nicht, das ist immer so steil und irgendwo fallen die dann immer runter hier und ach, keine Ahnung. Okay. Einen Sack? Na klar habe ich einen Sack. Ein Sack, der unter fairsten Arbeitsbedingungen aus zertifiziertem Material hergestellt wurde. Was redest du für einen Unsinn? Snobistische Luxussäcke sind das Einzige, das taugt. Ja, du, was hast du nochmal gesagt? Ein Sack, der unter fairen Arbeitsbedingungen und aus zertifiziertem Material hergestellt wurde. Warum sollte ich sowas haben? Reichen meine gewöhnlichen Säcke nicht mehr? Was? Muss das jetzt plötzlich so ein snobistischer Luxussack sein? Was ist falsch an einem alten und ehrenswerten Sack aus Leinen, das ich selbst geerntet habe? Ich habe sogar so einen hässlichen Stempel vom Rat bekommen, dass das hier umweltfreundlich oder so ein Unsinn sein soll. Aber solche Säcke taugen wohl nichts für solche furzvornehmen Hexen. Wie? Das ist genau so ein Sack, wie du ihn suchst. Ach so, warum hast du das nicht gleich gesagt? Bah, ich habe 100 solcher Säcke da hinten in der Scheune. Du kannst dir einen nehmen, aber zeig ihn mir zuerst. Ich denke nicht daran, dir einen meiner besten Säcke zu geben, nur weil die Hexe sich wichtig machen will. Die Säcke liegen in einer der Kiste dort. Nimm das Brecheisen hier, um sie zu öffnen. Ich habe sie ordentlich zugenagelt, damit kein Dieb an meine Säcke kommt. Okay. Gut, da holen wir mal. Halt. Da holen wir mal die Säcke. Ja. So. Also brauchen wir jetzt hier das Brecheisen. Perfekt. Und lassen uns gleich hier in die Tiefe stürzen. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit. Ach so, wir müssen bestimmt. Ach so, wir müssen erst zu Jasper, alles klar. Da müssen wir erstmal noch mit Jasper sprechen. Geht in Ordnung. Du hast also einen Sack gefunden, darf ich mal sehen? Hö. Pa, nimm den Sack und verschwinde. Ich habe keine Zeit, um mich mit solchen Blödsinn aufzuhalten. Ich muss mich auf mein Görbisfeld konzentrieren. Ansonsten kommen diese verdammten Vogelfiecher und verschlingen jeden einzelnen Kürbis, den ich noch habe. Was stehst du noch hier rum? Nimm den Sack und reite zu Pi. Gut, wir reiten aber nicht zu Pi, sondern machen erstmal noch schnell hier. Ach so, nee, das war die Pi. Okay, dann Westkap Fischerdorf und hier nochmal Goldblattstall machen wir jetzt. So, da muss ich aber jetzt erstmal zurück zu dem. Gut, da reiten wir mal ganz schnell zurück zum Transporter. Bei der Reitarena, aber ich kann ja den jetzt bei der Kürbisfarm noch nicht benutzen. Weil ich reite jetzt bestimmt nicht den ganzen Weg bis zum Goldblattstall und zum Westkap Fischerdorf. Oh, hier ist eine Gruppeneinladung. Nee, jetzt leider nicht. So. Machen wir mal. Wenn ich es finde. Ach hier, der Golden Hills Valley Stall. Genau.
So, ich hoffe, wir können die Quest jetzt bald hier noch abschließen, weil ich will nicht, dass die Folge dann so lang wird hier. Okay, hier steht sie auch schon. Karin. Oh, hier sind auch noch Quests. So, hallo. Hallihallo, Abigail. Hallihallo. Hallihallo, hier ist die Abigail. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für dich tun? Das hat sie bestimmt von mir abgekupfert. Okay, Heuballen gibt es nicht umsonst. Du möchtest einen Heuballen haben, sagst du. Tja, das sollte wohl klappen. Aber du musst mir zuerst bei einer Sache helfen. Gerade erst ist diese wöchentliche Heuballenlieferung gekommen. Leider sind einige der Heuballen von der Ladefläche gekullert. Also das Lastauto über die Brücke zum Fischerdorf gefahren ist. JB, der Chauffeur, behauptet, er musste einer gigantischen Sturmmöwe ausweichen, die das Lastauto angefallen hat. Oh. So, nachdem JB gezwungen war, sich gleich wieder auf den Weg zu machen, liegen die Heuballen immer noch im Wasser bei der Brücke. Wenn du alle Heuballen einsammelst, die im Wasser zwischen dieser Insel und dem Fischerdorf schwimmen, dann kannst du dir gleich einen der Ballen behalten. Na, wie klingt das? Beeil dich, bevor die Heuballen ins Meer getrieben werden. Gut. Gut. Okay, da wird die Questfolge dann ein bisschen länger, glaube ich. Ich hatte ja jetzt immer mal, ja, die Questfolgen hatte ich jetzt immer mal so, oder jetzt die letzte Zeit immer bei 10 Minuten gehabt. Ja, weil das halt mit. Ja, das hängt halt mit etwas aus meinem Privatleben zusammen. Und ja, da ist halt nicht so möglich jetzt gewesen, so lange Questfolgen zu machen. Aber. Ach, wartet mal. Ich glaube, wir können ja eigentlich direkt. Okay, ich würde sagen, wir reiten mal direkt dahin. Da können wir nämlich das mit dem Fischerdorf gleich machen. Ja, ich wollte sagen, aus persönlichen, privaten Gründen habe ich die Questfolge erstmal nur auf 10 Minuten gemacht, weil ich sonst so schlecht dazu komme, hier Videos zu machen. Oder im Moment halt wegen einer gewissen Krise, die ja hier momentan herrscht. Wenn das Video hier rauskommt, kann es sein, dass es dann schon vielleicht weg ist, keine Ahnung. Aber die Krise ist ja bekannt. Und ja, da ist es halt ein bisschen schwierig, längere Folgen zu machen, weil. Ja, wegen privaten Dingen halt. Deswegen habe ich die dann nur auf 10 Minuten gemacht. Aber die wird dann halt mal wieder länger jetzt. Okay, mehr wollte ich eigentlich jetzt nicht sagen. So, okay, die Suche nach einem Seilexperten. Da können wir das nämlich gleich noch machen hier. Hallöchen, Abigail, Seil brauchst du? Ja, du, das lässt sich wohl einrichten. Na dann her damit. Ja. Du bist genau bei der richtigen Person, wenn es um Seil geht, Abigail. Niemand weiß mehr über Seil als ich. Wenn du mir nur bei einem kleinen Problem helfen könntest, dann kannst du jedes Seil von mir haben, das du willst. Wobei ich Hilfe brauche. Ja, also es hat sich ein kleines Unglück hier ereignet. Mein bester Fischköter ist weg. Und ohne den beißt kein einziger Fisch mehr an. Du verstehst also, wie wichtig das ist. Was passiert ist? Also das war so. Ich stand hier im Hafen und habe wie gewöhnlich geangelt. Das ist plötzlich ein riesengroßer Fisch an der Fährenstation da hinten aufgetaucht. Wenn das die Terrorflunder ist, sagte ich zu mir selbst. Ich war total außer mir. Es ist zwar ein Stück dorthin, aber beim heiligen Dorsch, ich warf die Angel so weit ich konnte. Leider bin ich ausgerutscht und habe die Leine zu früh eingezogen. Die Leine, aber der Köder flog davon. Ich versuchte noch herauszufinden, wo er gelandet ist. Aber es war hoffnungslos. Was? Er ist in die Wolken geflogen und dann schneller als ein tollwütiger Aal Richtung Fischerdorf zu verschwinden. Ich habe im ganzen Fischerdorf wie ein verrückter Seehund danach gesucht, aber hoffnungslos. Der Köder ist spurlos verschwunden, fast so, als ob er Beine bekommen hätte und hier herumspaziert. Ansonsten hätte ich ihn doch schon längst gefunden. Also, wenn du meinen Köder findest, kannst du so viel Seil haben, wie du willst. Glaubst du, du kannst mir helfen? Wunderbar. Auf dich ist Verlass, Abigail. Komm zurück, wenn du den Köder gefunden hast. Oh.
Fischgott, der irgendwo im Fischerdorf verschwunden ist. Okay, da wird uns das ja hier direkt markiert. Der Fischköder. Das ist ja blöd hier. Da muss ich ja erstmal versuchen, jetzt hier hochzukommen. So, hopp. Gut. So, wo lang? Da lang oder geradeaus? Mein Bauchgefühl sagt mir, ich soll hier lang gehen. Das stimmt auch. Er hat den Fischköder. Gut, dann gehen wir mal zurück zu Herr. Können wir nicht gleich direkt hier lang? Ich glaube schon. Aber tatsächlich. So, und jetzt her mit dem Seil. So, du hast ihn gefunden. Wunderbar. Was für ein Seil brauchst du denn? Lieber Tang als Titan. Du willst ökologisches Seil, bist du dir sicher? Du kannst jedes Seil haben, das du willst. Du willst kein unzerstörbares Seil aus Titan und Seide oder ein unglaublich schön verziertes Seil aus Gold und Diamanten? Okay, ich zwinge dich zu gar nichts. Wenn du also ein ökologisches Seil haben willst, sollst du es auch bekommen. Da wollen wir mal sehen. Hier haben wir es. 10 Meter Seil hergestellt aus Tang aus der Region. Es hält nicht sehr lange und riecht ganz schön muffig, aber noch ökologischer als das hier wird es nicht. Trag es bei guter Gesundheit. Wir sehen uns. Alles klar. Gut, so, dann müssen wir jetzt noch schnell zu wem sollten wir jetzt? Zu. Ach so, ja, alles klar, wir müssen ja noch mal zurück zu Dingsbums. Genau, okay, schreite mal eben schnell zurück zu dem Golden Hills Valley Stein, da sehen wir uns gleich dort wieder. So, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder bei Karin und können hier mal das mit den Heuballen noch abschließen. Okay, danke für die Hilfe, Abigail. Das hast du gut gemacht. Alles klar. Und jetzt auf zu Hexe Pi. Zu Hexe Pi. Zu Hexe Pi, genau. Okay, ihr Lieben, dann sehen wir uns gleich bei Hexe Pi. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier wieder bei Hexe Pi. Und da können wir jetzt mal, ja, weitermachen. Okay, so, du hast einen Sack gefunden. Bist du dir auch sicher, dass er unter fairen Arbeitsbedingungen und aus zertifiziertem Material hergestellt wurde? Jasper hat ihn selbst hergestellt und er ist mit dem Umweltsiegel versehen, sagst du? Ja, ausgezeichnet. Gut. Lieber Tang als Titan. Okay. Du hast ein Seil gefunden, wie ich sehe. Also, das riecht ganz schön muffig. Also, wenn das mal nicht super ökologisch ist, gute Arbeit, Abigail. War's das? Fehlt da nicht noch irgendwas? Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Also, sie hat jetzt keine Quest mehr und hier ist auch kein grünes Ausrufe. Hä? Oder müssen, also irgendwie, oder haben wir jetzt. Ich habe leider keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, wie es jetzt hier mit dem, mit der Vogelscheuche hier weitergeht. Laufen? Nee, das. Das ist ja komisch. Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergeht. Hexen und Heuballen, okay. Ich muss mit Karin sprechen? Oder wie? Okay, ihr Lieben, ich gehe mal eben schnell nochmal zum Golden Hills Valley Stall zu Karin und mal sehen, ob die Quest dann dort weitergeht. Ist ja irgendwie ein bisschen komisch. So, ihr Lieben, jetzt bin ich hier wieder bei Karin und habe hier die Quest Hexen und Heuballen. Ich denke mal, das ist das, oder? Okay, hier ist ein Heuballen, wie ausgemacht. Für was brauchst du ihn eigentlich? Ach so, wir waren vor uns noch gar nicht fertig, oder wie?
Du brauchst ihn für Pi, sagst du. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Kann man ihr wirklich vertrauen? Naja, du kennst sie besser als ich. Nimm den Heuballen mit zu Pi, wir sehen uns. Ach so. Oh je, wir waren gar nicht fertig gewesen. Alles klar. Gut, ihr Lieben, dann reite ich wieder zurück zu Jasper und da sehen wir uns gleich dort wieder. So, ihr Lieben, ich meinte natürlich die Hexe Pi und nicht Jasper. Okay, mal sehen, ob wir jetzt hier fertig werden. Ah, wie ich sehe, hast du ein Heuballen von Karin bekommen. Du hast das mit dem Rotauge ihr gegenüber wohl nicht erwähnt, oder? Hast du nicht, sagst du? Puh. Alles klar, da haben wir den Tagesblocker. Ja, hier haben wir leider den Tagesblocker. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, beenden wir die Quest an dieser Stelle und machen dann im nächsten Video damit weiter. Ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben.